Hey ihr Lieben, willkommen zurück zu einem neuen kleinen Horror-Game. Kann man das nicht im... Ach doch, Moment mal. So. So, sorry. Dann nochmal zu herzlich willkommen zu dem neuen Horror-Game Bloodwash. Ein Game, das mir von der lieben Nicole empfohlen wurde. Ich danke dir vielmals fürs Aufpassen. Dieses Game gibt es momentan für 3,95 € auf Steam. Und ich würde mal sagen, wir gehen direkt los. Es geht ja darum, Wäsche zu waschen und ob es so glimpflich ablaufen wird wie das andere Game, das werden wir jetzt erfahren. Let's go. Das soll ungefähr ein bis anderthalb Stunden gehen. Ich bin mal gespannt. Oh, okay. Box. Couch. Das ist nicht das Beste in der Welt, aber es ist kostenlos. Okay, ist umsonst. Das hier. Okay, hatte noch keine Zeit zum Auspacken, aber er wird's bald tun, natürlich. What a day. Professor Watt was his usual miserable self and that test was a killer. Hopefully I can just relax and... Was? Was für ein Tag, Professor Watt was his usual miserable self? Watt steht da? Was will die junge Dame von mir? Was für ein Tag. Professor Watt war wie immer erbärmlich und dieser Test war ein Killer. Hoffentlich kann ich mich entspannen. Okay, also sie sagt, was das für ein Tag war und Professor Watt hat einen Test absolviert und war ein Killer oder irgendwie sowas und ja, sie hofft, dass sie jetzt ein bisschen relaxen kann. Of course. Liam didn't do the laundry or clean. I'll have to do a load of laundry. I have an interview for a job tomorrow and have nothing to wear. Okay, also Liam, ich habe so einen Freund, ist keine Ahnung, hat wieder die Wäsche gemacht, noch sauber gemacht. Sie muss halt die Wäsche machen, sie hat noch ein Interview für einen Job morgen. Und hat nichts mehr zum Anziehen. I'll gather these clothes up and head to the laundry room in the basement. I'm going to have to talk to Liam later. I'm too upset and tired to go through it again. He's going to have to pull it together for this baby. Okay, also wir müssen in den Keller gehen, Wäsche waschen und sie hat jetzt auch keinen Nerv mehr damit, mit ihm zu sprechen, um sich zu streiten. Das müssen wir dann alles vertagen. Okay. Grafisch ist wieder richtig cool. Ich liebe diese Grafik, ja. Okay, um diese Stunde Zeit sollte ich niemanden anrufen. Die Frage ist, wo ist... Okay, der ist voll, der war erstmal einkaufen. Die Frage ist jetzt, da ist nichts Interessantes drin, ne? Okay, wo ist denn die Wäsche jetzt? Ach. Okay, sie will jetzt nicht mit Liam sprechen, sondern lieber Zeit, also Zeit für sich haben. Ach so. Ach so. Oh, sorry, ich überscheuere wieder. Ein bisschen zu laut, es tut mir leid. Richtige Sau, lässt hier alles liegen, ey. Okay, das ist die ganze dreckige Wäsche, es ist Zeit, in den Keller zu gehen. Aber wo ist der Keller? Das Badezimmer? Können wir hier klopfen? Ein netter Mann lebt hier. Okay, es ist gut zu wissen, einen netten Nachbarn zu haben. Oh, was ist denn hier? Ist das diese, so ein Killer, der wieder da ist? Moment. Schlägt wieder zu, der Wormkiller, ja. Okay, in den frühen Morgen schon des 30. Keine Ahnung, was das für ein Monat ist, hat man wohl eine Leiche gefunden. Ich glaube, welche Leute, die unterwegs waren, haben die Leiche gefunden. Passanten nennt man es, glaube ich. Okay, die Frau war schwanger. Oh Gott, und das Baby hat man rausgeschnitten.
Ach du Schande. Das ist schon das vierte Opfer innerhalb der letzten Wochen. Das wäre eine sehr grausame Tat gewesen. Eine Frau und ihr Sohn leben hier. Okay, wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen, aber nicht, dass sie das was angehen würde. Das ist echt gruselig. Einfach eine normale Elektrikbox. Okay. Da sind Nucky-Dye-Hefte drin, sag ich mal so. Mal sehen, was drin ist. Ich bin Rattenkot oder sowas. Okay, der ist leer, der einzige. Und die Tür ist kaputt. Toolbox. Okay, der Hausmeister, glaube ich, ist. Das heißt, er würde uns umbringen, wenn wir einfach was nehmen, ohne ihn zu fragen. Ja, das können wir wahrscheinlich ist kaputt. Was? Kaputt? Was soll ich jetzt tun? Sollte wieder nach oben gehen? Sie hat irgendwas gehört, was aus dem Schrank kam. Alter, du Psycho. Hobo Joe, ja, ich. Oh Gott, Alter. God damn girl, you scared the bejesus out of me. Verdammt nochmal, Mädchen, du hast mich erschreckt. Ich I dich. Scared you? You ich hab dich scared erschreckt, me. Du hast mich erschreckt. What the hell are you doing creeping Was around zur down Hölle, here? Machst du hier unten? Look, I'm sorry for scaring you. Tut mir leid, ich I'll wollte dich tell nicht you, but erschrecken. can you keep this to yourself? Was steht da? Was sage ich Ihnen, Können Sie das für sich behalten? Ach so, dass er da unten rumgeschlichen ist. Jesus Christ, Joe, you're insane. Ja, kann ich. Help. Was gibt's? The missus kicked me out and it's too cold outside, so I'm trying to wait her out down here. I really didn't mean to creep on you. Also, honest. Jetzt. Für den Moment. Okay, eine gewisse Frau, vielleicht Mieterin oder irgendjemand hat ihn rausgeschmissen. Er weiß jetzt nicht, wo er nachts bleiben soll, also will er hier bleiben. I believe you. Just next time maybe don't go around slinging doors open and hiding in the dark. Okay, aber das nächste Mal soll er mich nicht erschrecken, sondern soll er sich nicht hier rumschleichen und sich im Dunkeln hinter der Tür verstecken. I will. Thanks, kid. Say, if you want to use the washing machine, it's broken. Okay, falls ich Maschine benutze, Waschmaschine benutze, wenn die es kaputt yeah, oder was. Thanks. I figured that out. Hab ich schon rausgefunden. Okay, das riecht, als wäre der seit Monaten nicht mehr geleert worden. Gehen wir mal nach oben. So ein verrückter. Ich bin gestorben, bin echt bestimmt gefühlt, ey. Was hier? Okay, wir müssen da nicht hin, da nämlich. Dann gehen wir nach oben. Okay, wir sollten nicht in diese Etage gehen, weil es gibt welche, die so scheinbar einen großen Hund haben, der durch die Halle läuft. Okay, das ist ein Feuerlöscher. Peace. Also ich muss sagen, also die Steuerung läuft wieder richtig flüssig. Noch so ein Verrückter hier. What's up, Sarah? Was ist los, Sarah? Oh, you know, trying to balance life, school and job hunting. Ich versuche mein Leben in Balance zu halten, Schule und Job gleichzeitig It's a tough world these days. Liam been treating you well. Moment. Die Welt ist heutzutage hart, Liam hat sich gut behandelt. Naja. When he isn't drunk. Wenn er nicht betrunken ist, ja. You'll tell me if he gets bad.
Yeah. Sag's mir, wenn irgendwas passiert, I know it ain't easy to talk about. And you don't have to tell me nothing. Just promise me you'll tell me if you need help. Okay, also wir müssen nicht darüber sprechen und wir sollen nicht verpflichtet, ihm immer alles zu erzählen, aber wir sollen ihm versprechen, ihm zu sagen, wenn wir Hilfe brauchen. My sister used to be in a bad situation too. And there's places you can go. Okay, und meine Schwester ist in derselben Situation, es gibt einen Ort, wo du hingehen kannst. I appreciate that, Stan. I really do. Yeah, okay, sure. Versprichst du zu machen. You doing some laundry at this time of night? Willst du zu der Zeit noch Wäsche waschen? I'm trying to. Hab ich versucht. Of course, when I really need it, the washer downstairs is broken. Aber die Waschmaschine ist kaputt unten. Ain't that some shit? Verdammter yeah. Scheiß. And speaking of shit, I have an interview tomorrow, so I guess I'll show up smelling like crap. Okay, aber wir brauchen die Wäsche, weil wir morgen Interview haben, wir haben nichts mehr zum Anziehen. Well, if it's an emergency, I heard of this laundromat that's open 24/7, just outside of town. Still early enough to catch the last bus. Okay, also er hat eine Lösung für diesen Notfall, sagen wir mal so. Er hat gehört, dass es so ein Laundromat, also so ein Waschautomat gibt. Oder so ein Waschhaus da, was 24 Stunden geöffnet ist. Wir sollen, das ist irgendwo draußen in der Stadt, aber wir sollen uns beeilen. Dann kriegen wir vielleicht noch den letzten Bus. I have to say though, it's a hell of a time to be out so late. Especially with that maniac roaming around. Okay, wir sollen aber aufpassen. Eigentlich sollte man nicht draußen so spät rumlaufen, weil da so ein Mörder rumläuft. I'm a big girl, Stan. Ich bin der große Mädchen, Stan. Kennst du die Adresse? Sure, sure. Let me write it down for you. Ich schreib sie dir Just auf. Just promise me you'll take care. Versprich mir auf, vorsichtig zu sein, okay? Okay. Sind das die Zigaretten? Schämst du dich nicht, du Idiot? So ein Sau. Ja, seine eigene Tür vor dir kehren muss. Okay. Was? Ach so, ja, natürlich. Wir müssen uns erstmal unser Portemonnaie holen. Natürlich, okay. Okay, wo ist das Portemonnaie? Ah, das ist doch. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den letzten Bus verpasst. Na, gucken wir mal. Ich versuche so gut wie kann zu übersetzen. Wird ja mal besser, ne? Weil man lernt ja dazu. Aber manche Stellen gibt es doch noch, die ich übersetzen lassen muss. Aber es wird immer besser. Übung macht den Meister. So. Oh Gott, was ist das denn? Ich höre schon so verrückt darum. Nein, das lassen wir mal lieber. Das finde ich aber cool, dass der Bus direkt vor der Haustür ist. Wenn ich weit laufen muss. Okay, da hat jemand einen Job inseriert für Security. Ist es nicht für sie nachts zu arbeiten, sonst hätte sie dann keine Zeit mehr ihre Hausarbeit zu machen. Scheint der Wagen jetzt auch schon da? Obdachloser. Okay, wir können doch gar nicht rübergehen. Jetzt wollen wir einfach warten. Kann er nicht rüber. Ach, da kommt der Bus, der fantastisch. Halt, halt, halt. Möchte bitte mitfahren. Where are you heading at this hour? If you don't mind me asking. The laundromat on the outside of town. Außerhalb der Stadt zu dem Waschhaus. Not sure I believe that. Pretty late to be doing laundry. Es ist wirklich spät, um Wäsche zu waschen. If you're looking to score, I have a good deal just for a pretty little thing like you.
Ich habe einen Vorschlag für so eine tolle, nette Lady wie dich. You won't even have to pay cash, if you know what I mean. Du musst nicht bar bezahlen, wenn du weißt, was ich meine. How about you just drive the bus and I'll pretend you're not a desperate loser? Whatever, bitch. Sit the fuck down so I can get this piece of junk rolling again. Den Gefallen kannst du dir selber machen. Du hast zwei gesunde Hände, du Schwein. So, wir setzen uns jetzt hin. Da will sie nicht sitzen. Hier hinten vielleicht? Was ist auf dem Sitz? Ein Polaroid-Foto. Scheint fake zu sein, denkt sie. Jemand hat sich wohl einen kranken Scherz erlaubt. So dreckig. Gibt's überhaupt einen Sitz, wo sie sitzen will, oder ist alles versifft hier? Hier. Na dann. Fahr mal los, Cowboy, da vorne. Oh Gott. Der schwarze Kreis. Das wird unser Ende sein, das schwarze Nichts. Wir haben keinen Körper mehr, wir sind auch ein Geist, nicht mehr am Leben. Das Geld nicht mehr gereicht. Gibt's eine Tür, die während der fährt, oder was? Setzt er sich nicht hin? Es ist zu dunkel, um etwas zu sehen. Und ich habe mich extra umgedreht, damit er mich nicht anquatscht, ey. Hello. Hallo. May I sit beside you? Kann ich mich vielleicht zu dir setzen? There's plenty of other seats, so I don't see why you would need to do that. Es gibt hier noch andere Plätze, ich weiß nicht, warum sie sich ausgerechnet hier hinsetzen wollen. May I sit beside you? Are you deaf? Was heißt denn deaf? Was deaf heißt, weiß ich zum Beispiel nicht. Moment. So, bist du taub, okay. Do I need to get the driver to throw you off? Ich den Fahrer erst bitte nicht rauszuschmeißen? You're going to die tonight. Du wirst heute Nacht sterben. What? You're going to die tonight. Du wirst heute Nacht sterben, du wirst sehen. It. Tonight is your last night on Earth. Letzte Nacht auf der Erde. You are walking straight into your doom. Can't you see that? Du wirst direkt ein Verderben rennen, kann ich sein. Das heißt, du gehst direkt in den Untergang, ist dasselbe, ja. Kannst du es nicht sehen? Du und dein Kind in dir. How did you... Wann sprichst du? You will be found, just like all the others. Du wirst es bald herausfinden, wie all die anderen. Ripped open. Your insides displayed for all the angels above to look down and see. Oh yes, of that I am certain. Please, just stop talking. Hör auf zu reden. May I sit beside you? Kann ich mich in dich setzen, neben mich setzen? All right, miss, this is your stop. Okay, miss, wir müssen hier aussteigen. Piss dich hier. Aber weißt du, ob ich schwanger bin? Warnings unedited. Eingeschaltet. Finde ich das Intro. Das war das Intro, ja, ist okay. Gefällt mir bis jetzt richtig gut. Danke dir, liebe Nicole. Dankeschön, Dankeschön. Ich hab Durst. Bloodwash. Bloodwash. Ist das der Carwash oder der Bloodwash? So viele vermisste Leute. Das habe ich jetzt gar nicht gelesen. Amanda Parker oder Alter Lady. Achso, wer wen spielt, okay, wollte ich nicht lesen. Bauchschlitzer oder so heißt es, glaube ich, besonders so ähnlich, glaube ich. Gut. Die Maske. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Bitte stürz jetzt nicht ab.
immer so klein? Derselbe war wie vorhin? Das ist merkwürdig. Ich kenne sie schon, ich hatte das Auto vorher schon mal gesehen. Ja, haben wir auch. Okay, wird wohl auch für den fürs Waschhaus benutzte Schild. Yes, what is it? Ja, was gibt's oh, denn? Are you all really open all night? Wirklich, haben Sie wirklich die ganze Nacht offen? We're open all night, but I take my naps at midnight, so you better not need anything after that. Okay, wir haben die ganze Nacht offen, aber ich werde mitternacht ein kleines Schläfchen halten, dann solltest du dich besser nicht mehr aufhalten. Oh, okay. I'll be sure not to need anything. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch was brauche. Yeah, we'll see. Aber ich werde mich melden, wenn ich noch was brauche, so rum. Ist leer? Ja. Ich jetzt Vending Machine. Okay. Was denn? Fernbedienung. Press Tab. Was? Ich brauche nicht zu fragen. Ich stehe so nicht ganz mit der Waschmaschine, mit die Vermittlung. Vor allen Dingen. Was mache ich denn jetzt? Ich will doch Wäsche waschen. Verschlossen? Verschlossen. So. Welcome to Glacier Peak Ski Resort, where the air is fresh, the sky is blue, and the slopes are killer. This winter, Mount Doubleton has a new resident, and it's decided to dine in. Will these innocent skiers survive, or will they become mincemeat? It's some kind of savage beast. It's some kind of dangerous freak. It's Werbung für einen Film. Muss ich mal Wäsche waschen? Ach, hier ist eine offene. Ich muss das Geld wechseln. Ist das ein Wechselautomat? Oder muss ich das bei ihm machen? Ach so, guck mal. Lost and Found. Ich werde es zurückbringen, bevor ich gehe. Okay. Yes, what is it? Oh, are you... We're up on... Oh. Yeah, we'll see. Okay, aber wie wechsle ich jetzt mein Geld? Ach so. Oh, will meine eigene Seife nehmen, aber... Was steht da? Die einzige Person, die ich anrufen muss, übergibt sich wahrscheinlich immer noch im Badezimmer. Ach so, ihr Freund. Wo kann ich denn jetzt mein Geld wechseln?
hier. Sollte genug sein, um die Wäsche zu waschen. Wir sollten uns in der Zeit, wo die Wäsche wäscht, die anderen Läden mal angucken. Wieso ist der Typ weg? Was habe ich eigentlich jetzt im Inventar? Left mouse button to start the game. So. Hä, wie soll ich das verstehen? So. Jetzt verstehe ich. Ich soll die töten, das verstehe ich erstmal. Also. Jetzt hab ich's verstanden. So verliere ich auch noch mein ganzes Score, wenn ich jetzt. Ich habe schon viel. So einfach. Vielleicht auch, wie das ist. Highscore gemacht, aber dann ist das mal alle Punkte. Aber ich schaff das sonst selber einspielen. Nein! Ja gut, komm, sonst halte ich mich hier zu lange auf. Kann man das wieder zurücklegen? Nee, noch nicht. Okay, wir gucken uns mal die anderen Läden an. Was denn da? Zum alles in der Welt war das für ein Geräusch. Es hört, als würde ein Kind schreien, aber... scheint kein Kind gewesen sein, nur hier ist keins. Das hört sich nicht nach einem Kind an, Kind hört sich anders an, wenn es schreit. Guck mal hier, Pizza. Hallo? Sorry, didn't see you there. Tut mir leid, ich hab sie nicht gesehen. Did I get you anything? No thanks. I'm just killing time until my laundry next door is done. Nein, danke, ich will nur die Zeit totschlagen, bis meine Wäsche fertig ist. Well, you're out late. Just a heads up, we're closing soon. Okay, es ist schon sehr spät, wir werden bald schließen. Feel free to hang out until then, though. Du kannst aber so lange hier bleiben. Jetzt das wohl? Nein, was? Ich bin im Moment nicht durstig. Okay, diese Cheese Puffs sehen lecker aus. Wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, das ist nicht so. Zwei. Schock, es riecht nach Pizza. Nur hier. Vermisstenplakat.
eine junge Frau, die seit über einer Woche vermisst ist. Ich frage mich, ob irgendjemand was darüber weiß. Wir sollen es den Leuten zeigen, mal gucken, was die dazu sagen. Was ist denn hier? Was ist das denn jetzt? Mach ich jetzt? Wir müssen Polizei ausweichen. Wir probieren es mal. Wenn er mir nämlich alles mit was geht. Jetzt verstehe ich auch, warum die hinter uns her sind. Ich kann nach vorne gehen, ob ich jetzt nicht muss. Nein! Das darf ich nicht berühren. Aua! Au! Doofes Spiel. Okay, wenn ich zu ihrer Zukunft höre, was ist das hier? Ich bin nicht besonders gut in solchen Spielen. Ich auch nicht. Was er dazu dem Bild sagt. Do you know anything about the recent disappearances? Wissen Sie irgendwas über die vermissten Fälle? No, not really. One of the girls who was in my class was one of them, though. Okay, eine von denen war in seiner Klasse. I didn't know her too well, except that she was pregnant. I hope that she just skipped town and not one of the, you know, victims. Ich weiß nicht, wie sie geht, aber sie war schwanger. Ich hoffe, sie hat die Stadt verlassen. Das ist nicht einer von der, du weißt schon, den Opfern. Okay. Ist der Typ noch da, der eine hier? Tale of the living dead, who rise from the grave at night to prey on unsuspecting victims. What are you, a cop or something? Dein Kopf oder so? I don't know anything about those missing people. Warum fragst du, ob ich einen Kopf bin? Hast du doch was damit zu tun? Hallo? Es ist 8:30. Wieso ist der Typ nicht da? Ich finde, schläft erst spät, aber was ist denn das hier? Ist immer noch da. I see you. Puppenkopf. Marrying a corpse. Living in a grave. Das ist crazy, ja. Very many different forms at Bill. Ich kann mich nicht daran erinnern, vorhin schon mal gesehen zu haben. Schon fertig. In this way it can move unseen. Ich komme mir niemals Leben raus. Nein, du sollst es hier abnehmen. Nein! Kann ich nicht abgeben. Wo ist das klauen? Aber wenn es der letzte Bus ist, frage ich mich, wie ich nach Hause kommen soll. Okay, sie hofft, dass der Job, den sie wohl hat oder bekommt, dass sie sich in ein paar Monaten ein Auto leisten kann. Aber wenn es der letzte Bus ist, dann komme ich ja nicht mehr nach Hause.
Was mache ich jetzt? Der Typ ist aber nicht einfach bei ihm nochmal rein. Can I get you anything? No thanks. I'm just killing. Well, you're out late. Feel free to hang out and. Guck mal hier. Okay, nimmt sie nicht. Was mache ich jetzt? Jetzt auf dich selber bei den Wagen leisten zu können. Ist hier auch noch ein Lager? Wie auch noch ein? Oh. Hallo? Can I help you? Looking for anything specific? A movie? A video game? Fish? No, just browsing, thanks. Alright, well, let me know if you need any help. Lass mich wissen, wenn du Hilfe brauchst. Don't you even think about stealing anything? I have eyes everywhere. Okay, wir sollen aber nichts klauen, er hat die Augen überall. Wouldn't dream of it. You have quite an assortment of things. What kind of store is this again? It's Peepaw's. Für einen Laden. I'm Peepaw. Peepaw's. It's my store. Das ist mein Laden. Right. Do you know anything about the recent disappearances? Recent? This has been going on for a long time. How long? Like, es geht schon so eine ganze when Weile, the womb of the killings first began? Als der, Bauchschlitzer das erste Mal begann. Lord, no, I'm talking years, girl. Years? Don't make me repeat myself. Yes, this area hasn't been the safest place. Not since that laundromat caught fire. Moment, was kann Feuer fangen? Moment mal. War nicht der sicherste Ort, nicht seit der Waschsalon Feuer gefangen hat. Ja, das stimmt sogar. Wahnsinn. The one over there? No, that's the new one. The old one is right next to it. Been empty ever since that night. Ach so, das ist ein Schild. Are you saying there's some correlation between the laundromat fire and the missing people? Sie fragt, ob es eine Verbindung vielleicht gibt zwischen dem Feuer bei dem Waschladen da und dem vermissten Leuten. I'm just saying what I'm saying. Sage, was ich sage. Well, did anyone die in the fire? Sie mit dem Feuer gestorben? We don't know. The girl working there when the fire broke out was never found. No bones. Okay, er weiß es, wir wissen es nicht. Da hat ein Mädchen gearbeitet, als das Feuer ausgebrochen ist und sie wurde nie wieder gesehen, also nicht mehr gefunden. Keine Knochen, kein nichts. After that, people would go missing here or there. Kurz danach, sind halt immer Leute verschwunden. Je mehr Zeit vergeht, oder mit der Zeit ist es noch häufiger geworden, ja. Made my daughter and grandchildren move out of the area a few years ago. Okay, meine Tochter und Enkelkind sind schon haben seit ein paar Jahren diesen Ort verlassen. Anything else you can tell me? Sonst noch was, was Sie mir erzählen können? Leave an old man be. I have things to attend to. Wir sollen ihn in Ruhe lassen. Okay. Was für ein Name, Barf? Wow, cool. Okay, das hier. Okay, das ist schon gelesen. Die Standardsorten von Eiscreme, ne? Schaut erst, Mama May hat auch eine Eissorte. Es heißt Mama May's Mad Mental Mary Maple. Okay. Okay, ich soll ganz weit davon wegbleiben. Videogames? Matcha Bunny. Er hat das schon gespielt. Cool. Das hier? Das ist ein neues.
Eyes wide open. Oh Gott, das ist gruselig. Das sieht wirklich spooky aus, ja. Horror-Movies? Wir haben wirklich gute Angebote. Das sind welche, die so aussortiert sind, die keiner mehr haben will. Konsolen? Okay. Der Game Boy, wie geil. Shotgun, auch ein cooles Game. Tonight It Follows. Okay, irgendjemand wird von irgendetwas verfolgt, dass es nicht der aus dem Bus ist. Was ist das hier? Okay. Look alive, people. Okay, das ist ein OP-Tisch oder so, ne? Was haben wir denn heute hier? Sie hat irgendwie, war ein bisschen, sie hat wohl versucht, sich scheinbar umzubringen. Das ist hier Doktor, Doktor. Okay, sie war bei einer Party gewesen. Irgendwas muss ja da passiert sein, dass sie sich umbringen wollte, scheinbar. Die Mutter nicht ein Tier. Gott. Ist ja furchtbar. Träumt sie das hier die ganze Zeit? Gucken wir jetzt mal nochmal überdurchschnittlich die Bilder ein bisschen an. Oder wurde von so einem Fremden angesprochen, ne? Wie lange geht das hier noch? Wenn ihr das lesen wollt, dann macht halt bitte mal Stopp. Ich überfliege das jetzt ausnahmsweise mal nur kurz. Ich wollte sie wenigstens angeguckt haben, okay. Oh, okay, da brauchen wir nicht reinzugehen. Popcorn. Riecht gut. Oh. Ich liebe auch so Popcorn mit Butter, ne? Mit Butter schmeckt es voll lecker. Okay. Magazine? Da wird erklärt, wie man mit dem Beacherbrett umgeht, um den Satan zu sprechen. Cerealien, sie möchte aber nichts kaufen, scheinbar, ne? Nee. Dann gehen wir mal raus. Da geht nicht auf. Was hier? Noch so ein Heft. Ja, ich überfliege das wieder nur kurz. Aber wenn ich drückt auf Stopp, dann könnt ihr euch das selber in Ruhe nochmal durchlesen. Das wird das jetzt echt zu lang hier. Also Comics sind schon cool, ne? Die habe ich früher mal richtig gerne gemocht, immer. Oh Gott. Sin Eater. Aber er ist schon cool gemacht.
Die Frage ist, was mache ich jetzt? Oh, ist hier noch was? Okay, das Zeitungsausschnitt, in dem über den Brand von diesem Waschshop hier gesprochen wird. Okay, wir sollen es den Leuten zeigen, gucken, was sie dazu sagen. Ich kann uns irgendjemand irgendwelche Informationen geben. Der hier vielleicht? Wish this place would go up in flames next! Just kidding. Ich wünsche, dieser Ort würde als nächstes abbrennen, aber nur ein Spaß. Was sagt der dazu? That's not creepy at all. Okay. Ich würde gerne mal wissen, was der Typ zu der Maske sagt hier. Habe ich noch gar nicht gefragt hier. That looks cursed. You should get a priest for that. Sieht aus, als wäre es verflucht. I don't dabble in that stuff anymore. Ein Priester kontaktieren, ja. So, Moment mal. Was a real shame. Sometimes the only way to hide a secret is to burn it. Was a real shame. Sometimes the only way to hide a secret is to burn it. Schade, wirklich schade. Manchmal besteht die einzige Möglichkeit, ein Geheimnis zu verbergen. Ein Geheimnis zu verbrennen. Müssen ja ranrücken hier so. Ganz so. Okay. Du bist immer noch weg. Ist der andere noch da? Ja. Sad day. Ein schlimmer Tag. Ich do my laundry there. And let me tell you. It was a lot better than this shithole. Had this real hot chick working there too. Ja, toller Tag. Früher habe ich dort meine Wäsche gewaschen. Ich sage euch, es war viel besser als dieses Drecksloch. Ich hatte dort auch eine wirklich heiße Frau, die dort arbeitete. Aha. Das Wichtigste, ne? Shame she got pregnant. Had real potential to be a passenger on the D train, if you know what I mean. Du Arsch, Alter, komm. Frauenverachtend einfach, ey. Ist die Maske weg? Ich meinst, da war so. Halt. Not my kind of doll, if you know what I mean. Das ist nicht so seine Gruppenvorstellung. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Was mache ich jetzt? Evelyn Anchors, Frank Craven, J. Edward Bromberg und Lon Chaney. Immer noch zu? Immer noch zu. Ich schöne Toilette, war fantastisch. Was für eine Tüte hier. Und der steht da rum? Wo ist denn der Manager, der Typ hier, der mir den Laden gehört? Ich denke, ich kann klingeln, wenn ich was will. Der kommt ja gar nicht mehr. Was mache ich jetzt? Hier war ein Laden. Da waren die beiden Linien, die habe ich mir angeguckt. Hier komme ich nicht rein. Ist hier hinten noch was?
Ein altes Shirt mit Blut drauf. Im Mülleimer. Was hier? Da stinkt das einfach nur. Oh, guck mal hier. 0451 sieht wie ein Code aus. Ich frage mich schon was. Ist schon gruselig, ne? Diese Comics habe ich früher echt gemocht, ne? Immer gerne geguckt. Also angeguckt. Es gab da mal so eine anderen, so eine Heftchen, die wie Comics gemacht waren. Ich weiß nicht, was es für welche waren. Waren die japanisch, glaube ich, so eine. Wie nennt man denn diese Buchcomics da? Die man von hinten nach vorne gelesen hat, statt von vorne nach hinten. Da war da mal so ein richtiger Trend. Die waren auch richtig beliebt, die Dinger. Was ist leer? Auch leer? Ja, was mache ich jetzt ohne Scheiß? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also welche war doch fertig, oder nicht? Habe ich hier zu früh rausgenommen. Was ist noch so ein Heft? Oh, düstere Legenden. Baby im Ofen. Babysitter. Oh, bitte entschuldigt. Und so ein Babysitter-Horror, wa? Das ist typische Legende, Babysitter ist zu Hause alleine, kriegt einen Anruf und derjenige weiß, wo das Kind ist und bla und dann, sometimes it appears as a bat and sometimes as a small cloud of jemand die umbringen. Geschichten aus der Gruftbar. Am Anfang manchmal genauso. Bevor die Storys richtig angefangen haben. In this weird tale of the living dead who rise from the grave at night to prey on unsuspecting victims. With Louise Albritton, Robert Page, Evelyn Andrews, Frank Craven. Die Wäsche war nicht fertig. Was hier glauben wir, Leute? Oh, guck mal hier. Ach, das Badezimmer. War die Wäsche nicht fertig? Wie peinlich ist das? Jetzt renne ich hier rum mit der nicht fertigen Wäsche da. Verlaufen. Das ist ja großartig. Ja, typisch ich. Ich lasse es auch drin. Ich schneide es jetzt nicht. Oh, noch so ein Comic. Ach Quatsch. Reapers. Ja, ich blätter das für euch durch. Könnt ihr euch den gerne selber durchlesen, wenn ihr wollt. Das würde jetzt sonst echt den Rahmen sprengen hier. Ist hoffentlich nicht so schlimm für euch. Ich warte extra so ein bisschen, dass ihr auf Pause drücken könnt. So. Was soll ich jetzt hier? Okay, sie hat das Gefühl, wenn die Hände noch dreckiger, wenn sie da jetzt
Das werde ich mal fotografieren, ne? Ich brauche die Telefonnummer noch. Nochmal 0451, ne? Ich stelle mir das Handy mal hier hin, so besser. So, Moment mal, kann ich vielleicht damit auch das andere Klo öffnen? I see. Explore the bathroom. Eingeschaltet. Okay, die Polizei hat einen Bericht geschrieben über jemanden namens Louis Kennedy. Die haben versucht, mehr über ihn herauszufinden. Wir sollen uns wieder den Leuten zählen, gucken, was die davon sagen. Ja. Ist der Killer? Wer ist das da hingestellt? Keine Ahnung. Moment mal. Geht nicht. Ich hab noch was gefunden. Yeah, sad day. Used to do my laundry there. And okay, der falsche Zeitungsbericht, ja. Don't know how you got that, but yeah, I knew Louis. He owned the old laundromat that burnt down. Okay, er kennt den Mann. But he disappeared. Er war der ehemalige Besitzer von dem anderen Waschhaus, was abgebrannt ist. Er ist seit dem Tag verschwunden. It's the aliens, I tell ya. Er sagt, die Aliens haben ihn geholt, natürlich. Poor schmucks right now from the cosmos. Ja, fantastisch. Gucken, ob unser Pizzamax sowas weiß. Louis Kennedy? Nope, never heard of him. Noch nie von ihm gehört, das ist gut. Alter, willst du mich verarschen, ey? You look just like her. Was, du siehst aus wie sie, oder? Who? Same eyes, selben Augen, selben Haare. Oh, she, you. So wundervoll. But I've lost her. Wir haben sie verloren. Es ist schon lange her. Ich kann sie nicht finden. Did you know one of the girls who went missing around here? Sie von einer der Frauen, die vermisst wurden? Ma'am? I guess she's done talking. Sie will nicht sprechen. Oh Gott, ey, ich bin erschrocken. Nee. Nur Verrückte hier unterwegs. Old Louis was a real son of a bitch. Had a real eye for the younger Louis girls. Louis war ja der Sohn einer bescheidenen Frau. Oh, hatte Augen für jüngere Frauen. Don't mean to gossip. But I have it on good authority he was the one who knocked up that poor girl who worked for him. Was hat mit dem Mädel gemacht? Ich will nicht klatschen, aber ich weiß aus guter Quelle, dass derjenige war, der das arme Mädchen, das für ihn arbeitete, umgehauen hat. Das blutige Hemd. Can't remember her name. Ich kann mich nicht mehr an ihren Namen erinnern. Scandal, the fire, an den ganzen Skandal, an dem Feuer und dann die diese vermissten Fälle. All the details will never be known. Okay, er
kenne keine genauen Details. Jetzt ist auch nicht da. Achso, Moment mal, vielleicht kann ich ja telefonieren. Nee. Leider auch nicht bis jetzt. Was mache ich dann? Son of Dracula, searing the screen with new terror. Weil ich meine Wäsche fertig ist. This weird tale of the living dead, who rise from the grave at night to prey on unsuspecting victims. Steht auch keiner mehr? With Louise Albert, Robert Page, Evelyn Anchors, Frank Craven, J. Edward. Ich sehe jetzt anders. Ich bin immer da. Springen kann ich leider nicht. Hat sich hier noch was getan? Achso, muss ich mir das angucken. Würde lustig sein, die Nummer anzurufen, ist langweilig. Da gibt es ein Telefon in der Lobby. Also jetzt doch. You've reached the late night flirt line. In just a few moments you will be connected to the girl of your wildest fantasies for 60 free seconds. Okay, die ersten 60 Sekunden kostenlos. Eine Flirt, Nummer. Hey there, stud. Oh, cool, no one's called me that before. I mean, hey there, studette. Jetzt wurde schon keiner mehr angerufen, oder? Oh, hallo du. I'm so glad you called. It's been so lonely. Also ich freue mich, dass wir angerufen haben. Sie ist ja so einsam. Big cut. Damn it. I'm sorry. This is my first night on the job. Ja, das ist meine erste Nacht bei dem Job. Well, that's okay. Das ist nicht zu mich. Ist schon okay. I didn't know what this number was for. I just called for kicks. Ich wusste auch nicht, wie die Nummer ist. Die hat einfach gefunden. Oh, phew. It's been one night, but I've had my fair share of creeps. Oh, I bet. Well, what kind of person just dials a random phone number at this time of night? A burnt-out college student who's waiting for their laundry to finish so she can go home and... Okay, sie fragt sich, wer diese Zeit noch so eine Nummer anruft. Eine Studentin halt, die darauf wartet, dass ihre Wäsche fertig ist. Those places are still open at this time of night? Ja, aber ist die Uhrzeit noch offen? Just this one, a little out of town. Das ist eine der wenigen in der Stadt. In that plaza with the pizza palace? Ach, da, wo die Pizza Palace ist. Yeah, that one. You know it? Yeah, I live out there. Hey, you really shouldn't be out over there this late at night. Not with the Womb Ripper at large. Okay, wir sollen nicht so spät noch unterwegs sein wegen dem, Schlitzer. I know one of the girls who went missing. She disappeared around that area, and I'm telling you that you should really just go home. Sie ist genau in diesem Bereich verschwunden. Ich sage dir, du solltest besser nach Hause gehen. Es gibt nämlich einige Dinge, die Zeitungen nicht erzählen. There's more to it than just the stalking and killing. It's a real psychopath, and you are right in the middle of its hunting ground. Do you understand? Wenn es gestalkt und getötet, dann wirklich ein Psychopath. Und du bist genau mittendrin in der Jagd sozusagen. Verstehst du mich? You need to take your laundry right now and get out of there as fast as you can. Du solltest deine Wäsche von dir verschwinden so schnell wie möglich. Your free 60 seconds has ended. To have another late night sexy conversation, please enter your credit card number now. Oh, that got intense. I really wish I could leave. I'll just have to keep a lookout. Okay, jetzt muss ich aber wissen, wo meine Wäsche nochmal war. You'll shudder at the screen's most fascinating woman vampire, luring men with cold beauty and the promise of immortality. Count Alucard. Eine andere genommen. Through him I attained. 2 Minuten, 8 Sekunden noch.
Kann ich das jetzt wieder zurücklegen hier? Ihr habt doch gesagt, habt ihr will die Konsole zurückpacken. Ich hole mal lieber vor euch selber den Schlüssel dahin. Als wir so ein Klo einschließen müssen oder so. Komm, schnell blöde Wäsche, wasch schneller. Hier weg. 35. Achso, danach müsstest du den Trockner, dann habe ich auch nichts falsch gemacht. Eine Minute noch. Zu warten. Wo sollen wir denn hin, wenn wir jetzt kein wenn das der letzte Bus war? 12 6 5 4 3 2 1. Zur Hölle? Die Kleidung ist noch nass? Die Maschine muss kaputt sein. Das war meine letzten Quarters. Ich muss den Besitzer finden und ihn sagen, dass ich mein Geld zurückhaben will. Da. Das war's mit ihm. Oh mein Gott, das ist der Besitzer. Ich wurde aufgeschnitten. Ich muss die Polizei rufen. Du gehst in meinen Computer. Was ist hier? Hallo, mein Name ist Sarah. You need to send someone now. Sie müssen sofort jemanden schicken. Ich bin beim... Shit! 20 Minuten später. Dispatch said they got a call coming from out here. Okay, die haben Informationen, dass die anderen von hier kommen. Das ist merkwürdig. Ich kann hier niemanden finden. Also wie der Polizist? Okay. Haben wir auch was? Nee. Verschlossen. Merkwürdig. Warte, bitte. Schreit da jemand? Kommt aus dem Pizzaladen. Hä? Hello? Is anyone there? This is the police. Hier ist die Polizei. If anyone is there, then come out now. Wenn jemand hier ist, soll er sofort rauskommen. There's something wrong. Was stimmt hier nicht? Eine Notiz von Donna. Okay, wer immer mein Essen ist, den werde ich finden. Ja. Arme Donna. Nichts Wichtiges? Okay, ist auch nicht so interessant für ihn.
nichts Interessantes für uns. Jemand hätte die Tür auf der anderen Seite verschlossen. Nicht interessant für ihn. Das ist gruselig. Verschlossen. Hier müsste irgendwo ein Schlüssel sein. What the fuck was that? Holy Jesus. Was it holding a child? Was zur Hölle war das? Hat es ein Kind gehalten? Ich weiß doch nicht. Jetzt der Schlüssel. Okay. Ey, aus Angst würde ich schon einfach losballern, ey. Der Schlüssel passt nicht. Irgendwo noch ein anderer Schlüsselraum? Oh my God, am I glad to see you! Oh, ich will sie gerade erschießen. Büromitarbeiter, aber ich bin froh, sie zu sehen. Müssen mir helfen. Ein Verrückter rennt durch die Flure mit einem Messer. It's okay. Beruhigen Sie sich, es ist okay. Just follow me. Folgen Sie mir. And I'll get you out of here. Ja. Ich kann nicht auf den schießen. Shit. There has to be another way out of here. Ich muss einen anderen Weg nach draußen finden. Gott, du Stück Scheiße, Alter. Warum hast du dich auf den geschossen, Idiot? Ich konnte nicht schießen. Angesicht zu Angesicht, treffe den Kinder. Okay. Hier ist immer noch keiner gekommen. Ich kann hier vorhin weglaufen. Das glaube ich nicht. Ich denke, der tötet nur Schwangere, verstehe ich nicht ganz. Ich habe noch einen Code.
Wir haben den Code gefunden, 0451. Einige der Wände wurde repariert, die mit einem Poster versehen waren. Ach, die müssen wir einschlagen, ne? Wand mit einem Poster. The cradle will fall. Is drowsing. Das ist das alte Waschhaus. Hier, das ist abgebrannt. Die Polizei ermittelte gegen Philippe Mess, bis um 45 Jahre alter Louis Kennedy ist vermisst. The Grizzly Crime. Gekidnappt oder ermordet, die wissen es nicht. Okay, der Kontakt ist auch abgebrochen mit dem Polizisten. Okay, wenn wir dieses gefährliche Individuum sehen, sollen wir die Polizei rufen, wir sollen aufpassen. Poster. Geht nicht auf. Was mach ich denn jetzt? Aus. Ich komme hier nicht durch. Gerade gruselig. Ich weiß, dass hier ist nicht, dass ich hier nicht lebend rauskomme. Ja, fantastisch. Der Psychopath ist. Er tötet Frauen wie mich. Er hat die anderen drei hierher gebracht, die umgebracht.
Als ich durch die Risse spähte, sah ich, dass diese Masken aus Haut hergestellt wurden. Haut von armen Säuglingen, deren Mütter gerade getötet wurden. Ich will nicht erläutern. Ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist, was ihr da spielt. Hier redet auch von einem Schlüssel, den wir brauchen. Damit jetzt. Schlüssel finden. Dann bin ich mehr durch. Ich verstehe schon. Wir müssen es tun. A corpse. There's a wallet sticking out of his pocket. What? The driver's license belongs to Lewis Kennedy. For Lewis Kennedy, this doesn't make any sense. Was macht keinen Sinn. I need to get out of here and call the police. Ich muss hier raus, die Polizei rufen. Ja. Witzig. Oh, das ist schrecklich. Ja, der hat sie. Puppe, ne? Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Moni? Meine Pistole. Finde das Kind. Wo ist das Kind?
scheiß Pistole. Sowas nervt mich, wenn man so viel Mist aufgesammelt hat hier so. You asshole! I'm ready for you! Komm raus, du Schwein, ich bin bereit. Raus, du Schwein. Ich finde dich sowieso. Ich töte dich jetzt. Komm raus. Wenn ich eins hasse, sind es Labyrinthe. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Habe ich wirklich gesehen. Hab ich ihn getroffen? Das kann mich nicht bewegen. Oh, warten, bis er kommt und komm hier in die Ecke rein. Ich bleib jetzt hier in der Ecke, der wird einfach nochmal wiederkommen. Es war keine Ecke. Hier stehen bleibe, kann er nur auf mich zukommen. Ich glaube, wir haben so geschrien, ne? Weil er uns verletzt hat. Komm her. Ist er gleich. Freigeschaltet Überlebender. Oh, ich hab überlebt. Geil, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, meine Stimme ist weg. Ich hab den Penner. It all makes sense getötet. Now. Also, Louis Kennedy Sinn. Wasn't killing all those women. Louis Kennedy hat all diese Frauen nicht ermordet. It was Samantha. Das war Samantha. After Louis locked her in the laundromat and burned it down. She survived. Ach so, nachdem Louis sie in den Waschshop da eingesperrt hat und untergebrannt hat. Sie hat überlebt und hat sich gerecht. Deswegen auch die Maske. She must have lost her baby, though. Oh Gott, sie hat sogar ihr Baby verloren, scheinbar. With almost being killed, losing her child and being terribly burned, she completely snapped. Okay, jetzt war zu viel, ne? Sie hat ihr Kind verloren. In dieser schreckliche Brand, das war alles einfach zu viel. She killed Louis. Sie hat Louis gekillt and then und dann set her sights on killing others who had something she didn't. What she didn't? Und hat vor, andere zu töten, die etwas getan haben, was sie getan hat. Was sie nicht, ja, sie will halt alle dafür büßen lassen. Oh Gott.
Ja, wir haben es geschafft. Das war Bloodwash. Ein mega geiles Game, muss ich ehrlich sagen. Danke dir nochmal, liebe Nicole, für diese Empfehlung. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen. Das Spiel war für mich einfach der absolute Hammer. Ich liebe ja diese Grafik, vor allen Dingen diese Retro-Grafik, das liebe ich ja. Ja gut, ab und zu bin ich rumgerannt, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte, aber es war nicht weiter schlimm. Aber alles in allem hat es mir super, super gut gefallen. Und wie gesagt, momentan ist es noch im Angebot für 3 Euro. Also für unter 4 Euro. Ich weiß nicht genau, wie lange das Angebot gilt, also ja. Vielleicht kriege ich das Game heute Nacht noch raus. Oder beziehungsweise morgen am Donnerstag, den 5. Juni. Und wenn ihr das Game selber spielen wollt, schaut gerne bei Steam vorbei. Den Link bekommt ihr wieder unten in die Videobeschreibung. Und ja. Sagt mir doch gerne eure Meinung. Wie hat euch das Game gefallen? Und dann lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, das würde mich mega freuen. Und mir auch helfen, dass der Kanal größer wird, denn ich arbeite ja auch die 500 Abonnenten hin. Auch wenn es etwas dauert, denn dann will ich einen Livestream machen. Also wer mich live sehen will, ballert den Abo-Button rein, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, geht's weiter? Well, I was pretty upset to be woken up so late for an impromptu autopsy. Okay, er ist später nachts aufgewacht, weckt worden wegen der Autopsie. When they told me that it was the actual womb ripper. Well, I got down here as soon as I could. Aber als er mir sagte, dass es wohl dieser Schlitzer halt ist, bin ich so schnell wie möglich hergekommen. I can't believe that it turned out to be Samantha Rhodes, who'd gone missing and was presumed dead years ago. Ja, kann ich glauben, dass Samantha Rhodes die Schuldige ist, die für die vermissten Fälle und Morde verantwortlich ist. Wofür war denn eigentlich der Code? Den wir gefunden haben, Polizeireport. Okay, er wurde durch Schüssen, Schusswunden getötet. Er hat sich schon gefragt, wie sie damals überlebt hat. Und dass es so viele Schüsse gebraucht hat, um sie zu töten. Okay. Anhand der Autopsie erfahren wir dann wahrscheinlich mehr. Da sind die ganzen Akten drin. Oh, dass wir das auch noch machen können, wusste ich gar nicht. Ich habe so ein komisches Gefühl irgendwie. Was zur Hölle? Der Strom ist aus, sehr schön. Okay, der Sicherungskasten ist unten in der Halle. Ich bin bald wieder zurück, geh nicht weg. Ja, wo soll ich hingehen? Ich habe das Gefühl, dass das nicht unser Mörder ist, hä? Huh? Das spielt da, es passiert da noch irgendwas. Und sie ist doch aufgestanden. War so klar. Was zum... Sie ist weg. Ich muss hier raus. Problem. Es ist noch nicht vorbei. Finde ich den Epilog. Oh mein Gott. Was, wenn er sich schon aufgestellt hat, dann frage ich mich doch. Wie sie noch leben kann, das kapiere ich gerade nicht. Habt ihr das Rätsel, wisst ihr dieses Rätsels Lösung? Schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und spätestens morgen am Donnerstag, den 6. Juli, bekommt ihr das Game zu sehen. Danke dir nochmal, liebe Nicole. Liebe Grüße gehen raus an euch alle. Danke für euren Support und macht's gut. Bis dann.